herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Risen, einem weiteren Spiel von Piranha Bytes, von eurem Piranha Bytes Fanboy, Chaos AI. Ja, das Spiel ist auch schon ein bisschen älter mittlerweile, ich hab's trotzdem immer sehr gerne gezockt und... Du fragst dich sicher, wo wir sind. Aber die richtige Frage lautet, was ist geschehen? Ich werde dir die Geschichte erzählen. Die Götter haben die Welt verlassen und ihre Sklaven, Wesen von uralter Macht, erheben sich wieder. In ihrem Zorn treiben sie die Menschheit in den Untergang. Die Überlebenden versuchen, einen der wenigen sicheren Häfen zu erreichen, aber niemand kann seinem Schicksal entfliehen. So, noch einmal herzlich willkommen zu Risen. Ja, obwohl ich parallel noch aktuell ein bisschen Gothic 3 spiele, was heißt ein bisschen, das ist immer noch Priorität aktuell. Okay, die Steuerung ist ein bisschen anders als bei Gothic 3. Versuchen wir erstmal wieder ein bisschen zu orientieren. Oh, automatisches Speichern, ein Traum. Oh, was ist das? Ja, nee. Ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Ich habe keine Waffe, mit der ich mich wehren könnte. Erstmal gilt es diesbezüglich etwas zu finden, würde ich sagen. Das Wetter hier ist erstmal nicht so schön. Alles in Ordnung? Ich denke schon. Was ist denn bloß passiert? Das war dieser schreckliche Sturm auf See. Unser Schiff kenterte und offensichtlich sind wir hier in den Strand gespült worden. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Schweine dort drüben haben nicht so viel Glück gehabt. Wo sind wir hier? Habe ich mich auch schon gefragt. Wir sind hier bestimmt nicht sicher. Du solltest dir eine Waffe besorgen. Ein Knüppel, ein Ast, irgendwas ist besser als nichts. Du findest bestimmt was am Strand. Ich warte so lange. So, jetzt habe ich schon mal eine Waffe. Die ist auch automatisch auf der 1. Das ist schon mal gut. Jetzt können wir uns doch nochmal um diesen komischen Vogelrückkopf kümmern. Kümmern. gespeichert wurde zwar automatisch, aber ich speichere nochmal. Ah, nee, ich will einen neuen Speicherstand. Speicher. Ups. Speicherstand 1. Okay. Also ich benutze diesen, je nachdem, ich werde versuchen, das hier möglichst auch
täglich, täglich einmal rauszubringen. Aber vorerst hat Gothic 3 noch Priorität, solange bis es fertig ist. Ich habe mich aber entschieden. Risen parallel zu machen, da es ja von der Geschichte getrennt ist zu Gothic. Oh Gott. Okay. Also ins tiefe Wasser gehe ich erstmal nicht mehr. Aber wir gucken uns hier weiter mal am Strand um. Oh, noch einer Trunkener. Oh, mit dem Jagdmesser. Das ist vielleicht etwas besser als unser Knüppel. Muss man gleich mal überprüfen. Klingenschaden 12, ja, macht mehr Schaden. Und sieht besser aus, als wenn man nur mit so einem ollen Knüppel auf jemanden einschlägt. Na gut, dann gehen wir doch erstmal mit der Sarah oder Sarah. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Gehen wir doch erstmal weiter. Lass uns losgehen. Gut, ich folge dir. Hier müsste es doch irgendwo einen Weg geben, der ins Landesinnere führt. Am besten siehst du dich mal nach einem solchen Weg um und folgst ihm. Aber sei vorsichtig. Ich glaube, da hinten im Wald hat sich was bewegt. Zieh besser deine Waffe. Okay. Ich nehme erstmal das Ei hier rein und noch einen kleinen Heiltrank, weil ich noch nicht weiß, was wie viel Gesundheit wiedergibt bei dem Spiel. Beziehungsweise kann ich jetzt noch nicht einschätzen, wie viel wir haben. Und naja, wir werden es sehen. Machen wir mal Schritt für Schritt. So, ich möchte gegen diesen Vogel jetzt nochmal kämpfen. Pass auf! Okay. Geht jetzt wohl ein bisschen mehr so in, kriegt den Gegner tot. Nur, dass die Aktionen sind jetzt nicht mehr so flüssig wie in Gothic 3. Ich muss hier am Anfang ein bisschen Vergleiche ziehen. Sorry. Die spielen sich etwas anders. Oh, ein hungriges irgendwas. Denke ich auch. Aber es wirkt sehr, sehr lebendig, muss ich sagen, das Spiel. Das gefällt mir gut. Eine Mana-Pflanze. Nein. So, jetzt muss ich mal gucken, was passiert denn, wenn ich hier das Ei zum Beispiel esse. Okay, es ist langsam, wie in einem, nicht wie in einem Rollenspiel. Es gibt hier keine Sprint-Taste mehr, man kann langsam laufen. Stattdessen. Also bitte nicht wundern, wenn er plötzlich hier manchmal anfängt, ein bisschen zu bremsen. Das ist mein Versuch, hier noch auf die Sprint-Taste sozusagen zu drücken. Geht's denn hier lang? Ah, das war die zweite Alternative, lang zu gehen. Okay. Oh, ein Stachelschwein. Oder sowas.
Ah, man kann die Tränke jetzt auch im Laufen. Pass auf! Boah. Ja. Gut so. War super. Der war schon ein bisschen wehrhafter. Das Fleisch roh zu essen bringt uns nicht viel. Wir brauchen eine Feuerstelle oder einen Herd. Wenn wir dann noch eine Pfanne finden, können wir es braten. Gebratenes Fleisch gibt eine Menge verlorener Energie wieder. Es gibt auch einige Pflanzen mit heilender Wirkung. Nimm am besten alles mit, was du an seltenen Pflanzen findest. Alles klar, machen wir doch. Grünblatt zum Beispiel. Oder auch eine Heilwurzel. Die scheint mir schon ein bisschen krass zu sein. Und das Heilkraut ist irgendwo dazwischen. Ich nehme erstmal ein bisschen was zu mir und wir gucken mal, dass wir den Kampf Minze gegen den Wolf oder von, was war das denn, Druiden irgendwas? Ja. Pass auf! Das war richtig gut. Ja, danke für deine Hilfe. Ich wüsste nicht, wie ich das ohne dich geschafft hätte. Ich probiere gerade mal nur ein bisschen hier die Tasten aus, nicht wundern. Könnt ihr natürlich lesen. Okay. Damit habe ich erstmal hier das Gröbste gefunden. Was ist das hier? Das sieht auch aus wie irgendwas, was man aufsammeln kann, ja. Okay, hier verwesen die Tiere, die gestorben sind, und auch die Menschen scheinbar ein bisschen schneller. Bei Gothic 3 habe ich das Gefühl, die verwesen gar nicht. Die bleiben Siehst immer da. Siehst du die Fackeln? Hier müssen irgendwo Menschen sein. Nein. Wenn wir den Fackeln folgen, werden wir bestimmt jemanden finden. Ganz klar. Ein hungriger Wolf, wahrscheinlich wieder. Ich speichere gleich nochmal ab. Auf einem Speicherstand 2. Muss mir noch ein bisschen angewöhnen, die Steuerung, dass der jetzt weiter angreifen kann. Dass der so weit nach vorne schnellt dabei. Diese Höhle ist mir nicht geheuer. Lass uns doch lieber einen anderen Weg suchen, ja? Ja, Dann will ich das Zeug hier mitnehmen. Oh. Ein rostiges Schwert. Was? Und ein Bolzen für Armbrüste wahrscheinlich. Ach, das sieht ja so cool aus. Verstehe ich nichts. Und du willst nicht hier irgendwo mal gucken? Dabei sieht das hier so cool aus. Sieht echt cool aus. Aber wir gucken hier weiter. Wie versprochen. Goldmünzen. Ein Fläschchen. Eine Heilpflanze oder Heilkraut oder irgendwas. Das ist wieder so ein Stachelschwein. Hoffentlich wieder ein junges. Automatisches Speichern noch. Das gefällt mir wirklich. Ich halte hier die Stellung. Ja, da bist du ja, ja wieder. Ja, genau. Bin ja schon wieder da. Wollte bloß mal gucken, was das Ich halte hier die Stellung. Da bist du ja okay. Wieder. Tja. Ah. Ah. Das war richtig gut. Kleiner Heiltrank. Gut. Sehen wir uns doch mal weiter um. Oh, da vorne ist ein Haus. Sieh mal, ein verlassenes Haus. Was ist hier passiert? Wo sind die Bewohner? Hier ist keine Menschenseele.
irgendetwas Seltsames geht vor auf dieser Insel. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht solltest du erst mal im Haus nach dem Rechten sehen. Okay, gleich. Dann nehme ich mir erstmal hier um die Umgebung eigentlich gerne anschauen. Ich brauche eine Pfanne. Ich gucke mir erstmal ums Haus von rum an. Werf dabei einen vorsichtigen Blick. Können wir mal einen Schluck Wasser nehmen? Heilt ja auch. Oh, können wir gleich uns voll machen damit. Und einmal noch. Was ist denn das? Ein Pilz. Da unten scheint eine Art Dschungel zu sein. Rot. Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Kann noch keine Schlösser knacken. Aber hier ist ein Schlüssel. Außerdem Grog und ein Besen. Natürlich wäre das Bett auch noch eine Möglichkeit gewesen. Ah, Schlüssel, perfekt. Okay. Oh, eine Pfanne, sehr gut. Im Haus ist auch niemand. Ich habe nur eine verschlossene Truhe gefunden. Ohne den richtigen Schlüssel kriegen wir die nie auf. Es sei denn, du kannst Schlösser mit einem Dietrich öffnen. Ich konnte die Truhe im Haus öffnen. Sehr gut. Und? Was hast du gefunden? Bisschen Kram und eine Pfanne. Großartig! Damit kannst du dir jetzt am Lagerfeuer Fleisch braten. Ach, so ein gebratenes Stück Fleisch wäre jetzt genau das Richtige. Ich sterbe vor Hunger. Ist ja gut. Ich brate gleich mal alles, was wir haben. Hier, hast du dein gebratenes Fleisch. Ich danke dir. Ohne dich wäre ich verloren gewesen. Sehr gut. Jetzt geht es mir schon viel besser. Wir müssen weiter, ins Landesinnere. Ich bin für Abenteuer nicht geschaffen. Die Gegend ist zu gefährlich für mich. In diesem verlassenen Haus bin ich in Sicherheit. Ich denke, es ist besser, wenn ich hier bleibe. Hat die die Blutspuren gesehen? Ich komme wieder und hol dich hier raus. Pass auf dich auf. Du weißt nicht, was dich noch auf dieser Insel erwartet. Der Weg dort nach Norden scheint weiter ins Innere der Insel zu führen. Irgendwo da oben wirst du hoffentlich jemanden finden, der noch lebt. Kapitel 1: Die verbotene Insel. Okay. Ring an den Finger wollte ich jetzt nicht gleich stecken. Noch weitere Pflanzen, die würde ich nach wie immer in den Piranha-Bytes-Spielen natürlich gerne mitnehmen. Und hier ist ein Mana-Trank, eine Wichtelkappe und eine Säge. Okay. Na gut, wer weiß, wofür wir das noch brauchen. Oh, sieht erstmal, ja, idyllisch ist vielleicht doch nicht das Wort, was ich verwenden würde hier aus. Ein Wolf. Ich speichere. Wir bleiben am Anfang erstmal bei 2 Speicherständen. Ich denke nicht, dass man hier viel kaputt machen kann vor dem Anfang. Schon mal nicht kompliziert.
Hier hinten ist wahrscheinlich nichts. Da war nur der Wolf. Okay, und die Heilpflanze hier. Ich nehme nochmal einen Schluck Wasser und dann geben wir weiter. Das Haus, das ist so knarrt, das irritiert mich ein bisschen. Macht man mit der Waffe deutlich mehr Schaden als mit dem Ast, oder das heißt deutlich, na gut, 20% sind 20%, oder? Hallo? Hallo? Habt ihr das auch gerade gesehen? Irgendwie ist der hier irgendwo hingesprungen. Keine Ahnung wohin. Alles klar? Aber an dieser Stelle wäre die Folge sowieso schon so gut wie vorbei. Deswegen würde ich sagen, beenden wir das an der Stelle. Und das nächste Mal sehen wir uns hier wieder. Ich danke für euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und gebt mir natürlich wie immer einen Kommentar und einen Like. Und dann weiß ich, dass auch ihr sehen wollt, wie es hier weitergeht. Bis dahin, macht's gut. Ciao.